Hallo Freunde des Klemmersteins und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Breaktime, Freunde. Ihr habt es im Titel gelesen, ihr habt es hoffentlich auch im Thumbnail gesehen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Set, was die größte Katastrophe auf dieser Welt ist. Qualitätsprobleme, Konstruktionsprobleme und was der, weiß der Kuckuck was. Es geht heute um ein Xing-Bau-Set. Und zwar den Schützenpanzer Marder aus der Bundeswehrreihe von Xing-Bau mit der Setnummer 06051, oder? Ja, 1043 Teile ungefähr stark, kostet um die 43 Euro, ein kleiner Panzer. Vorneweg malen wir wie immer mal ein kleines Bildchen, beziehungsweise erzähle ich euch mal wieder eine kleine Geschichte, wie bei der Kiblai-Kranich-Statue zu der Bedeutung des Kranich in China. Und zwar, Blue Bricks hatte vor nicht allzu langer Zeit einen kleinen Konflikt mit einem deutschen Klemmerstein-Hersteller, sag ich schon, Händler. Und nein, nicht mit Held der Steine oder irgendwelchen anderen Bekannten. Und zwar ging es darum, dass Blue Bricks, die einen Exklusivvertrag mit Xingbao hatte für den Vertrieb der Sets. Das heißt, dass quasi nur Blue Bricks als einziger Klemmerstein-Hersteller oder Händler in Deutschland Xingbao-Sets verkaufen durfte. So. Dann gab es allerdings einen Händler, der in seinem Sortiment 3 oder 4 Xingbao-Sets hatte. Und Blue Bricks hat damals daraus ein riesiges Theater gemacht, ja. Weil der Händler quasi einen Vertragsbruch gegenüber Blue Bricks und Xingbao begangen hat. Obwohl dieser nichts von dem Vertrag gewusst hatte. So. Das Ganze wurde dann angeblich von Blue Bricks damals mit einem Telefonat geklärt mit dem Händler. Der musste, glaube ich, seine Xingbao-Sets aus dem Programm streichen, also aus seinem Sortiment, was in meinen Augen für ihn sogar eine Verbesserung von seinem Sortiment war, denn das werde ich euch an diesem Set hier zeigen. Problem daran war, dass Blue Bricks das dem Händler damals sehr, sehr übel genommen hat, wobei man das eigentlich hätte auf die Schuld zu Xingbao schieben müssen. Denn der Händler wusste nichts vom Exklusivvertrag mit Blue Bricks und Xingbao hat ihm trotzdem die Sets geliefert und den Händler quasi so ins offene Messer laufen lassen. So viel mal dazu. Als kleine Einstiegsgeschichte. Da gab es nämlich damals einen kleineren Konflikt, wie ich schon gesagt habe. Also, Schützenpanzer Marder, Bundeswehrreihe, 1043 Teile stark, kostet ungefähr 43 Euro. Da ist das Teil. Ich werde euch in diesem Video mal ein bisschen zeigen, so Qualitätsprobleme, was es denn so alles gibt. Wir fangen einfach mal direkt an, und zwar haben wir einen kleinen netten Turm, den kann man wunderbar drehen um 360 Grad, das ist gar kein Problem, das ist, funktioniert einwandfrei, ist aber das Einzige, was in diesem Set einwandfrei funktioniert. Wir fangen mal an, und zwar haben wir hier eine kleine Front, und ihr seht, die rutscht gleich runter, das hat aber noch einen bestimmten Grund. Ihr habt nämlich hier 4 Aufnahmen, ich zeige euch die mal ganz schnell, ich hoffe, dass meine Kamera heute mal wieder mitspielt. Ja, da seht ihr sie, 1, 2, 3 und hier drüben Nummer 4. Die sind an diesen Stangen befestigt und die werden dann quasi hier mit den Noppen, die ihr da seht, mit den 4 Stück, sollen die da eben jeweils dran geklickt werden. Problem an der Sache ist, dass in der Anleitung drin steht, dass ihr die Front dann quasi wieder, also wenn sie hier drauf liegt, ne, stellen wir uns vor, so hochklappen könnt, um dann hier vorne ins Cockpit reinzuschauen. Und dann kommen schon die Qualitätsprobleme der Steine, denn dadurch funktioniert die Funktion nämlich. Denn die Klemmkraft bzw. die Beweglichkeit der Steine, die ich euch eben hier dran gezeigt habe, ist gegen Null. Ne? Die funktioniert gar nicht, also ihr könnt dieses Ding nicht hochklappen, weil das die einfach sich kaum bewegen. Und bis die sich bewegen, habt ihr das Teil schon 5-mal wieder abgerubbt und ran kriegt ihr es erst recht nicht. Deswegen meine Lösung, ich habe sie einfach jetzt reingelegt und halte es dann quasi hier vorne durch die Klappe, funktioniert auch. Sieht zwar beschissen aus, weil dass hier oben halt ein riesiger Spalt dann drin ist, aber gut. Hinzu kommen noch die unzähligen Kratzer teilweise auf den Fliesen. Ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt, aber vertraut mir, da sind ziemlich viele drauf. Hier unten zum Beispiel habt ihr den dicken, fetten. Warte mal, ich versuche das gut zu sagen. Da, wo der Spiegel ist, da seht ihr so eine dicke schwarze Linie. Oder hier, also das ist teilweise schon echt übel. Außerdem gibt es dann zum Beispiel hier noch einen kleinen netten Spiegel, den gibt es übrigens auch auf beiden Seiten, wie ihr sehen könnt, hier. Und der hier zum Beispiel, den musste ich mit einem Cuttermesser zurechtschneiden, um überhaupt die Steine drauf zu bekommen, weil da so viele gerade dran waren, dass ihr die Steine gar nicht drauf bekommen habt. Und das sind 1, 2, 3 Stück, die da drauf müssen. So, ne.
Ihr seht auch schon, dass jetzt hier das nächste Teil schon wieder abfällt. Weil die Klemmkraft der Steine ist jetzt auch nicht so überzeugend. Aber Gott, das ist nur das geringste Problem. Wie gesagt, schon ein Turm. Ihr könnt das Teil auch abnehmen. Ja, so. Ganz normal. Nehmen wir das mal ab. Dann haben wir es mal weg. So. Jetzt können wir mal da ganz kurz reinschauen. Was denn da so los ist. Ihr seht, ihr habt hier überall Plätze, Sitzplätze für Minifiguren, die in dem Set auch gar nicht vorhanden sind. Vorne noch das Cockpit mit Prinz drin, für Minifiguren, die auch nicht vorhanden sind. So. Ganz einfach. Also alles, was in dem Set ist, ist auch übrigens gedruckt und keine Aufkleber. Vorne haben wir noch ein Bundeswehrkennzeichen dran, wie ihr sehen könnt. Hinten ist das auch nochmal der Fall. Und an der Seite sind noch hier ein paar Sticker drauf, Prinz drauf. Ja, mehr nicht. So. Hier auf den Steinen bzw. auf den Fliesen haben wir auch massive Kratzer und Angriffspunkte. Also gerade auf den Noppen, ja. Das ist ganz lustig. Ist aber noch nicht so weltbewegend wie die Sache, die ich euch jetzt zeige. Ihr könnt ihr übrigens doch hinten die Klappe runterklappen, gar kein Problem. Und zwar geht es um diese beiden Seitenelemente. Wie ich schon gesagt habe, sind auf jeder Seite einmal vorzufinden, sind quasi identisch gebaut, werden also von der Grundstruktur her werden halt nur andere Farben verbaut, damit es ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Also damit meine ich, dass hier braun verbaut wird und hier drüben schwarz und das war's. Eigentlich, ansonsten ist es identisch. Ihr müsst diese Seitenteile mit einer Seitenaufhängung hier befestigen. Ich habe das, glaube ich, vorhin sogar auch in der Anleitung gefunden, bevor ich das Video hier aufgenommen habe. Moment. Nee, das ist mal ein bisschen weiter hinter. Ah, hier. Hier, genau. Ja. Und zwar hier. Da seht ihr es. Das wird so reingeklickt und das macht ihr 6 Mal auf jeder Seite. Also 12 Mal insgesamt. Und das dann auch noch nicht mit einmal Einser, sondern mit zweimal Einser Sachen. Also auch nochmal in der größeren Variante. Problem dabei ist, ich glaube, ich zeige euch das nochmal in der Anleitung, weil dann könnt ihr es besser verstehen. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbarer dann für euch. Dass diese Pins. So, wo sind sie jetzt hier? Hier. Genau. Das, hier. So, dass diese Klickteile mit, wo ihr das hier reinschicken sollt, dass die Zangen von den Teilen hier oben, es tut mir leid, dass die Kamera das immer so dunkel macht, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wenn ihr das da reinsteckt, spalten sich die Zangen auf. Soll eigentlich nicht so sein, aber ist so, weil die Dübel, die ihr da quasi reinsteckt in die Zangen, ja, sind einfach zu groß. Das heißt, die Zangen spreizen sich zur Seite auf und ihr wisst, wenn man das dann eine Zeit lang macht, wenn da sich ein gewisser Druck aufbaut, irgendwann brechen die unten weg. Kommen wir wieder zurück auf das Modell. Bei mir hatte ich bis jetzt das große Glück, weil ich ihn nur in der Vitrine zu stehen habe und auch in der allerletzten Ecke, also da, wo man ihn so wenig wie möglich sieht, dass die Teile bis jetzt gehalten haben. Aber schon beim Aufbau habe ich gesehen, dass die immer weißer wurden an den Enden, weil da eben so ein Druck drauf war. Also das war Wahnsinn. Teilweise hast du sie gar nicht reinbekommen, ja, die, in die Zangen rein, weil die waren einfach viel zu groß. Ich erinnere mich auch noch, dass hier irgendwo war hier auch noch ein Fehlteil dabei. Das weiß ich auch noch. Ich weiß aber nicht, wo. Das fällt mir jetzt nicht gerade ein, aber ich weiß ganz genau, dass hier irgendwo war eins dabei. Also, so viel dazu. Also, wir haben schon Qualitätsprobleme an den Steinen, an den Fliesen, die vollkommen zerkratzt sind mit den Angriffspunkten. Dann hier das, die Geschichte. Ich kann euch die nicht zeigen, sonst müsste ich einen halben Panzer auseinandernehmen. Das würde den Videoraum ein bisschen sprengen. Aber ich meine halt, wieso versuche ich das ein bisschen zu zeigen, hier hinten, diese Aufnahme, die hier, die ihr unten drunter seht, hier diese Gitter quasi, das hier. Ja, und die dann so seitlich runtergeklappt werden, das ist das halt. Und das ist, also ist grausam. Kommen wir dazu. Jetzt habe ich euch schon ein bisschen was gezeigt. Ich hoffe, ihr seid noch da. Und achso, übrigens hier noch so viel zum, ja, also ich hoffe, dass ihr seht, dass es sich hier leicht biegt. Beton liegt auf leicht, also das ist auch nicht gerade, gerade so, gerade wäre ungefähr so. Ja. Das wäre ungefähr gerade. Und ihr merkt auch, da muss man schon ein bisschen was biegen. Außerdem sind die Teile zum Beispiel hier
Ich versuche das mal zu zeigen. Kann ich das Ding jetzt hier einfach abnehmen? Hallo? Ja, kann ich. Ich hoffe, dass ihr das seht. Ah ja, jetzt seht ihr es. Ihr seht, warte mal. Hier, seht ihr diesen Bogen, der da ist? Der fängt hier an und geht dann hier, nee, hier. So, und geht dann quasi so hier einmal rum. So, und dann so hier einfach rum. Ich hoffe, dass ihr, ja, jetzt seht ihr den da, da seht ihr den, also hier. Hier fängt er an und er geht dann quasi hier über die Fliesen rüber und dann hier hinten wieder rum. Also quasi so, nee. So einmal rum. So, da seht ihr den. Da seht ihr ihn jetzt. So. Das sind auch Kratzer, die sich durch die Fliesen von diesem Turm hier eingravieren, wenn man den halt ein bisschen öfter dreht. So viel auch nochmal dazu. Also auch nochmal ein qualitatives Problem. So, jetzt stellen wir das mal ganz immer wieder richtig hin. Ihr seht auch, das Ding hat eine kleine Federung. Ist jetzt aber. Also, ich könnte auf die Federung verzichten, wenn dafür das Set besser wäre, wäre ich happy, aber ist es leider nicht. Zum nächsten Punkt, das sind nämlich die Reifen, also die Räder. Die fallen auch mal so eben runter, ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt beim letzten Videodreh sind mir da zwei Reifen einfach abgeploppt. Die sind halt einfach lustlos auf so einer 1x3er Pin-Achse raufgesteckt, ohne Sicherung, ohne alles. Also da braucht ihr nur ein bisschen Glück haben und dann fallen dann gleich zwei, drei Reifen runter und ich sage euch, die wieder drauf zu bekommen, ist genauso eine Hölle. Da ein Panzer nie alleine sein darf, hole ich jetzt mal seinen Kumpel, den auch aus der Bundeswehr. Und zwar den Leopard 2A4. Xingbao Kobi. 1043 Teile, 863 Teile oder so. 43 Euro, 42 Euro ungefähr. So. Den kriegt ihr allerdings bei eBay auch für 40, unter 40 teilweise, wenn ihr Glück habt. Er ist wesentlich heller, wie ihr sehen könnt. Also die Farbgebung bei dem Setup von Kobi gefällt mir schon wesentlich besser, weil das Ding ist eindeutig zu dunkel. Ihr seht das auch in der Kamera hoffentlich, das ist eindeutig zu dunkel. Ja. Ihr seht auch, dass der ein bisschen größer, also ein bisschen länger hier ist. Der ist zwar dafür ein bisschen breiter. Aber ansonsten nehmen die sich von der Größe her nicht viel. Aber zwischen diesen beiden Sets, obwohl sie so eigentlich fast ja gleich sind und gleich auch aussehen, liegen Welten. Also, ich glaube, der Held der Steine hat mal gesagt, dass, ja, das sollte man natürlich nicht machen, direkt am Kanonenrohr anfassen. Wer das Ding kauft, wissen, was da los ist, und der weiß, dass es das Ding gibt, dem ist nicht zu helfen. Und das würde ich auch so unterschreiben bei diesem Modell hier, weil das Teil hat zwar 200 Teile weniger, ist aber kompakter, bessere Konstruktion, kürzere Bauzeit, mehr Bauspaß und bessere Teilequalität. Und ihr habt auch noch mehr Prints. Was wollt ihr mehr? Die Farbgebung ist auch noch besser. Ein kleines Beispiel, Bezug oder Stichwort Räder. Die bei Kobi sind ja auf solche richtige Radachsen eben drauf gesteckt. Das heißt, die können gar nicht runterfallen, weil da noch ein gewisser Widerstand dabei ist. So viel dazu. Außerdem habt ihr hier die Seitenaufhängung mit diesem Camouflage-Look. Das ist übrigens auch alles geprintet. Ja, nur mal so nebenbei. Also ihr habt hier schon an den Seiten sind schon mehr Prints verbaut als in dem ganzen Set. Ja, weil das ist ja auf jeder Seite zweimal, also auf jeder Seite einmal. Also insgesamt zweimal. Also ihr habt hier schon allein fünf bedruckte Teile oder so. Dann muss man ganz einfach sagen, ja, okay, ich bin aber auch ein Dödel, also man sollte das Ding hier auf jeden Fall nicht vorne anfassen. Aber das funktioniert bei dem anderen auch nicht. Weil so gut ist die Klemmkraft von Kobi dann auch nicht. Dann habt ihr auch noch eine große weitere Funktion, und zwar die hier. Ihr könnt das Ding einfach in der Luft hochheben, an dem eigentlich leichtesten und instabilsten Punkt von dem Set, an dem Turm. Ja, könnt ihr auch durch die Gegend schleudern. Passiert gar nichts. Funktioniert auch. Aber nach einer gewissen Zeit geht das einfach ab. Und ich merke schon, der Turm, der hat sich hier leicht gelockert. Ihr seht, der wackelt auch schon. So. Also, so viel dazu. Klar, jeder, jedem das seine. Wer jetzt mehr auf einen Schützenpanzer steht, als auf einen richtigen Kampfpanzer, okay, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber,
Also, das Ding ist halt 10-mal besser als der Panzer. Und ich habe von vornherein, ich habe nichts gegen Xing Pao, weder noch gegen Blue Bricks, ja. Aber ich finde, fahren wir den mal wieder zurück. Ich finde, dass dieses Set in Meinung eine Frechheit ist. Ich habe mich schon, als ich das gekauft habe, gewundert, warum 1000 Teile 40 Euro kosten. Nachdem ich das Ding gebaut habe, wusste ich auch, warum das nur 40 Euro gekostet hat. Außerdem steht auf der wunderbaren Anleitung noch drauf 6+. Also ich weiß nicht, in welcher Welt Xing Bao lebt, dass die denken, dass ein 6-, 7-, 8-Jähriger schon einen Bundeswehrpanzer baut. Ich finde, dass man das generell, also Erwachsene schon, aber jetzt gerade nicht als Kinder, sollte man das eigentlich nicht machen. Ich weiß, es sind Kriegsspielzeuge, davon sind wahrscheinlich schon mal Menschen gestorben. Also da frage ich mich wirklich, in welcher Welt leben die, dass sie denken, dass ein 6-, 7- oder 8-Jähriger so einen Bundeswehrpanzer einfach mal baut. Außerdem habe ich habe für dieses Set knapp 5 Stunden Bauzeit gebraucht. Also das ist Rekordzeit für 1000 Teile. Das ist ziemlich lang. Und ich wette mit euch jede Wette, dass jeder 6-, 7- oder 8-Jährige, der noch nie was von einem Panzer gehört hat, aber einen Panzer bauen sollte, spätestens nach der Hälfte der Anleitung aufgibt. Wette ich mit euch. Weil ich war schon davor und ich bin, hatte davor schon einige Sachen. Ne? Also ich war davor eigentlich schon einiges gewöhnt. Aber das war echt die Harte. Und zwar fängt es zum Beispiel hier bei der Kettenkonstruktion an. Ja. Mit den ganzen Gummis, das ist eine absolute Sisyphusarbeit. Das ist echt nicht schön. Und führt sich dann weiter auf Seite 27 zum Beispiel, wo es dann mit den Seitenflügeln und den nicht passenden Teilen zugeht. Die hier dann teilweise sogar fast schon am Rande des Kaputtgehens sind. So. Beziehungsweise die hier ohne Gewalt, kann man schon fast sagen, Aufwendung eigentlich hier gar nicht einbauen könnt, weil das einfach nicht passt. So. Also, ich finde die Idee dahinter nett. Blue Bricks hatte, beziehungsweise Xing Bao hat ja noch andere Bundeswehrmodelle. Hier haben wir noch den Lars 2, den auch einen Leopard-Kampfpanzer, der wesentlich hässlicher aussieht als der hier. Sie haben auch noch den Mammut oder was auch immer das war. Also, sie haben unzählige Sachen. Ein Unimog, ich kann mich noch erinnern, Paulus Klemmerstein hat den mal bei mir im Stream aufgebaut. Hat dafür auch 3 oder 4 Stunden gebraucht und das Ding hat 300 Teile und der hat sich daran auch die Zehen ausgebissen. Auch von Xing Bao, auch aus der gleichen Reihe, auch die gleiche Farbgebung. So. Also, das Ding ist eine absolute Frechheit. Qualitätstechnisch, ja, es fängt hier vorne an mit den Geraden, wo ich das zurechtschneiden musste. Wir haben noch einen Fehlteil drin, hier, dass die Teile sich nicht bewegen. Dann die Teile, die eigentlich schon am Rande des Kaputtgehens sind, oder vielleicht sind sie auch schon kaputt. Ich will das Ding ja nicht auseinanderbauen, weil ich Angst habe, dass ich danach nicht mehr zusammenbekomme. Und dann so die Kratzer. Ihr habt es auch gesehen hier mit dem Ring. Ich hoffe, dass es ihr kontert. Das ist echt, echt hart. Aber na gut, also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen warnen konnte von diesem Modell. Wenn ihr es habt, dann tut es mir recht leid für euch. Ich werde es nicht verkaufen, weil ich will das keinem antun, dass er das Ding kauft, egal zu welchem Preis. Ja. Muss ich halt mal schauen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag, gerne kostenlos unten abonnieren und ich würde sagen, bis dahin, bleibt wie immer gesund und ciao, ciao.